Yo, what's good, fam? What's good, what's good, what's good, what's good? Yo, Gypsy TV ist wieder back. Heute haben wir was Geiles geplant. Ich habe ein paar Fragen an die indische Gemeinschaft. Ich bin jetzt gerade bei einem Inder zu Hause. Schön Curry gewürzt. So, und deswegen einmal Applaus für Arafat Alves. Hast du gut hergefunden? Ich hab gut hergefunden, ja. Ja, war super, Alter. Dankeschön. Ja, reicht mit den Haaren, Alter, ja? Tschüss, ja. Ciao, okay, komm. So, fangen wir direkt an. Bist du bereit für die ganzen Fragen, die ich dir stellen werde? Ich bin bereit für deine Vorurteile gegen Inder. Okay, let's get it poppin'. So, okay. Inder sind arm, aber glücklich. Inder sind arm, aber glücklich. Boah, das klingt voll traurig irgendwie, ja? Das klingt voll traurig, Mann. Also klar, so in Indien, klar, so, es gibt ja der ganze Slumdog und so, falls du den meinst. Mhm. Da sind ja sowieso alle arm. Aber glücklich ist wirklich jeder Mensch da. Aber worauf beziehst du das überhaupt? Was willst du? Auf alle Inder oder was? Auf alle Inder. Also was man sagen muss, die Inder, die hier leben, die sind alle reich. Das stimmt. Die haben immer Cash. Die dort leben, klar, natürlich, ich meine, die Verhältnisse wirtschaftlich, politisch, so, da können wir gar nicht mitreden, so, da ist eh alles Katastrophe, aber sicher, wir sind alle glücklich, das stimmt auf jeden Fall. Eigentlich passt es auch auf Afrikaner, ne, wir sind auch... Das wollte ich gerade nicht sagen. Eigentlich schon. So, arm, wir sind aber auch glücklich. Ja. Also im Prinzip, ja, okay, wir sind arm, wir sind nicht direkt arm, aber der Traum, ey, eigentlich ist Afrika eines der reichsten Kontinente, ne, so, muss ich mal sagen. Ich glaube sogar das reichste Kontinent. Das reichste Kontinent. Ah, ja, sorry. Ich stimme mir. Ja, Dankeschön. Danke, boah. Applaus. Auf okay. Den Nacken. So, okay. Dann haben wir einmal Inder verehren Millionen von Göttern. Uff, ja, Mann, das ist ein sehr krasses Thema. Echt krass, ja. Ich weiß nicht, also ich persönlich komme aus Bangladesch. Ne, aber mein Vater kennt auch voll viel Inder, Pakistaner. Und du hast vollkommen recht. Die haben so viele Götter, die verehren ja alles. Tiere sind heilig bei denen. Ne? Kühe, alles ist ja alles heilig bei denen. Bei uns gibt es einen Gott, ne? Wir haben alle an denselben. Ja. Aber bei denen, da kann ich gar nicht mittrainieren. Ich verstehe auch nicht, warum das so ist, aber. Also, das stimmt, ne? Ja, richtig. Ja, Leute, das stimmt. Das stimmt. Sehr krass. Das stimmt leider wirklich. Okay, jetzt haben wir die nächste. Inder sind sehr korrupt. Ja. Korrupt und. Kann man das connecten, ja, ne? Korrupt, ne? Geizig. Ja, ne? Ja, klar. Also, wenn es ums Geld geht. Oder um seine eigenen Profitablen, sagen wir mal so, sind die komplett geizig. Wirklich einfach nur egoistisch. Hauptsache, du machst deinen Gewinn. Und mit korrupt, ich glaube, jeder von euch, der schon mal irgendwie im Ausland war, also von Deutschland nach Italien zum Beispiel geflogen ist, da sind ja die ganzen indischen Märkte da, weißt du schon? Ja, genau, natürlich. Und da merkst du wirklich, wie korrupt jeder ist. Jeder einzige Euro, jeder Pfennig ist wichtig und muss beinhaltet werden. Keiner geht runter. Also bei mir, also jetzt hier an die Leute so, habe ich gar nicht gemerkt, so, ne? Aber. Ich hatte mal, wie gesagt, ich hatte mal so einen Vendor so aus Indien. Ja. Für meine Bauchtaschen, ja. Die ich aber bald rausbringen möchte. So, ich habe mir so diese ersten Exemplare so, hab dir so 3 Scheine geschickt. Und der. Also, du hast deine Bauchtaschen, die du selbst rausbringen kannst, in Indien. Ja, genau. So, und ja, der hat die gemacht, ne? Ich habe das Geld geschickt natürlich. Er hat die dann gemacht. Und der hat mir so richtige Scheiße geschickt. Mit richtige Scheiße, Alter. Die Bauchtaschen waren wie. Siehst du das hier so? Das genau so waren die. So. Hier. Bauchtaschen müssen ja fest sein. Ach, weißt du, was du meinst? Ja, genau, so richtig so. Guck mal. Was hängt da raus? Ja, genau, das ist hängende. Weil du tust dein Handy rein, ne? Jeder weiß nicht, oh, das ist ein iPhone X jetzt oder so. So das hängt das so raus. So. Oh, Scheiße. So, der richtig Scheiße gemacht. Und dann ich dir mal zu. Und der einfach immer angerufen. Einfach, wann er möchte. Wann der Mensch hat mich angerufen über WhatsApp? Ich habe geschlafen, du klingelt, ich so, du Kleiner. Du ruf einfach an. Ich so, okay, mal zu, guck mal. Weiter, gell? Ne? Kein böses Blut, ne? Aber ich möchte mit dir nicht mehr arbeiten. Der hat mich bombardiert. Der so, please, ich hatte mir eine andere Nummer. Ich so, was willst du von mir? Der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, wir machen das so, ne? Damit einfach ruhig ist. Ja. Aber wir haben nichts gemacht. So, auf einmal, ne? Weißt du, was er sagt? Richtig respektlos. Ja, weißt du, was wir machen? Ich habe eine bessere Idee. Lade dich mal nach Deutschland ein.
Und dann können wir Business direkt so machen und so, weißt du? Ich so, was willst du von mir? Du hast abgezogen, du hast für mich Cash, du bringst mir Scheiße, du sollst dich nach Deutschland einladen. Was hab ich denn dadurch? Damit du hier auch verschwindest, dann hab ich dich hier irgendwie auf Nacken. Nein, Mann, geh mal weg von mir. So, deswegen hab ich gedacht, so, ey, Inter, korrupt. Sehr korrupt. Und geizig auf jeden Fall. Die denken nur an deren Arsch. Nur. Da auf jeden Fall nicht, aber ey, die meisten. Ich hab ein Herz für Menschen, das weißt du. Ja, Mann. Ich bin anders. Scheiße. Ich hab mich verändert. Ja, Mann, du bist nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Ihr habt sehr komische Namen, die man nicht aussprechen kann. Ja, Mann. Ja, Mann, ne? Ja, Mann. Scheiße, Mann. Ey, die haben echt korrupte Namen. Was war der krasseste Name, den du mal gehört hast? So. Also, ich muss jetzt nicht genau, aber vielleicht hängt dir so einer im Kopf. Boah. Der wird das wieder aus Safe nicht sehen. Okay. Severin? Nee. Ich dachte, wir rappen, ja? Severan Dick Duk Duk. Aus meiner Klasse, das war ein Inder. Und ich dachte mir, was ist das ein Name? Ich musste gerade 10 Mal nachdenken, wie der Name heißt. Severan Duk Duk. Einfach am Ende Duk Duk. Ich weiß nicht, wer dieser Name kommt. Aber das ist crazy, ja? Aber also, du kannst dir vorstellen, wie krass wir den verarscht haben. Das muss dann einfach sein. Boah, krass, ja. Und seine Schwester sah genauso aus wie er. Einfach mit langen Haaren. Ey, komplett vorbei, ich sag's dir. Naja, muss ich sagen, so viele Inder sehen gleich aus, ja? Ich höre es hier. Einfach alle Familie, ja? Komplett. Und ihr habt echt eine große Familie. Ja, Mann. Stimmt das? Also, wenn ich jetzt nur bei meiner Mutter sehe, ja. Sind 8 Kinder. Boah, 8 Kinder ist crazy, ja? 8. Und wenn ich nach Bangladesch fliege und wieder mal Familie essen habe, ich sag's schon, ein ganz Fußballfeld ist voll damit an. Wirklich komplett. Also. Kennst du das bei 300, wenn die gerade so kommen? Alle so, genau, die 200, genau. Alle genau so kommen, die alle gerade raus. Oh, Mann, crazy, ja. Nächste Sache. Inder tragen immer ein Vogelnest auf dem Kopf von dem. Also, Bruder, ich lese immer hier, Bruder, du musst gleich so nochmal lesen. Nein, alles gut, okay. Ja, ist gut. Ja, schon wirklich, ja. Das ist traditionell bedingt, ja. Das ist voll dick, Alter, habt ihr keine Kopfschmerzen? Ich persönlich habe es noch nie getragen. Ich werde es auch nicht tragen. Stell dir mal, der kommt und sagt, ey, du musst es jetzt tragen. Assalamu alaikum. Ich bin in 2 Sekunden raus hier. Also ich werde dir gar nichts machen. Aber bei euch tragen das Jüngeren eher nicht so, ne? Es kommt immer auf die Familien an. Okay. Es gibt sogar wirklich auch schon kleine Kinder. Mit 6 und 7 tragen schon. Also, ja, wie gesagt, ich kenne... Einer aus Aachen, so der ey, den siehst du niemals, ja? Ohne das Ding. Niemals ohne. Oder du kannst ihn, du kannst ihn alles wegnehmen, das ist noch eins runter. Ist noch eins runter. Kann bitte eins bleiben. Ja, auf jeden Fall, ja, so, das ist das. Inder haben alle einen roten Punkt auf der Stirn. Also nicht alle, aber die meisten. Eigentlich habe ich darauf gewartet, bis das kommt die ganze Zeit. Yeah. Ja, das stimmt wirklich, ja. Zum Beispiel meine Mutter trägt das immer nur an Festen. Okay. An Hochzeiten. Irgendwelche Feten oder gesellschaftliche. Wisst ihr, was er damit meint? Einmal kam ein Kollege zu mir und sagte: Ey Bruder, warum tragen die immer mit diesen roten Punkt? Sind die so auf Snipern oder was? Digga, das ist doch was Kulturelles, man. Sowas kann man doch nicht sagen, Alter. Ja, normal. So Counter-Strike und so. Spaß, Black Ops. Okay, Inder denken, Bollywood sei Hollywood. Also ihr haltet extrem viel von eurem Bollywood. Das wäre, also ich glaube, das ist von euch so das Beste, was ihr jemals erschaffen habt. Wenn man die Revolutionär sieht, die Filme zum Beispiel, hat sich das krass verändert. Ich meine, ein Film geht 3 Stunden. Alter, davon sind 2 Stunden nur rum getanzt und gesungen. Wie heißt nochmal euer Bekannter? Der bekannteste ist Shah Rukh Khan, den kennt jeder von euch. Bin ich mir auf jeden Fall sicher. Also ja, natürlich. Das ist auch der einzige. Wie findest du denn die Filme von uns? Ich sag mal so, ich hab damals wirklich ein paar Mal geguckt mit meinen Geschwistern und so. Aber jetzt, ich schau erst wirklich, also ich hab mal eins gesehen, so Trailer so von einem Film. Das sah auch ein bisschen massive Action aus, aber ey, ihr müsst eure Finger weglassen von sowas, ja. Der nächste Vorurteil. Inder haben längere Haare am Körper als auf dem Kopf. Am Körper?
Ja. Was meinst du genau im Körper? Junge, guck mal hier, Alter, was ist das? Schimmer, das ist gar nichts. Also, Junge, was ist das? Das ist nicht zu viel? Und der Winter brauchst du nicht mit Decke oder so, Alter. Ich schwör's dir, ich lass mich schon so. Mit Übergang, Bruder, sogar frei. Dann geht das so gut. Aber auch hier, auch hier. Und, Bruder, das Ding ist, Frauen auch. Hä? Natürlich, weil. Was? Indische Frauen sind behaart? Junge, welche indische Frau hast du denn gesehen? Denn? Hä, Bruder, tu doch mal jetzt. Ich selber so ein bisschen. Ich achte auf sowas und die haben echt schon Haare, ja. Ja, die ist schon krass, Alter. An den Beinen, zwei deine Beine. Okay, das ist nichts, ja. Geht. Bei mir. Du rasierst ja auch so normal, Alter. Boah, halt das Maul, Alter. Allein wenn ich rasiere, dann bin ich der größte Hund. Welche indische Frau da draußen ist behaart? Hab ich schon nie mal den gehört, Alter. Alter, tu mal normal jetzt. Guck mal, der tut. Das ist jede Frau hat Haare, das ist normal. Aber doch nicht so, Bruder. Chill mal. Junge, zeig den Arsch ab jetzt. Ich hab gar nichts. Ich? Welcome to the jungle. Alle Inder. Oder was alle, jeder kennt einen Inder, der einen Fake-Klamotten-Shop-Laden hat. So diese Asia-Shop. Ich kenne so viele, ne? So viele. So viele. Boah, du hast recht, Alter. Ich kenne echt zwei Leute, also wirklich Inder, die einen so einen Asia-Fake-Shop-Laden haben, wo alle von Shisha bis Klamotten gepickt haben. In den Shop haben die Essen drin, in den Shop haben die Monitore drin, Elektronik, ja. Alles rum dran. Also all in one. Ich bin gerade hart schockiert, weil das ist aber alles sogar stimmt. Das ist ganz richtig, Junge. Ihr Inder könnt alle kein Englisch. Oder euer Englisch ist sehr schwer. Man kann euch, das ist das ist die richtige Frage. Ja, man genau. Sagen, weil bei uns da in Asien, so Pakistan, Bangladesch und so, ist Englisch die zweite Sprache. Dass sie uns nicht versteht, das stimmt aber wirklich. Ja. Das ist das Ding. Das ist so dieses, ich sag es mal in Anführungsstrichen, falls es die Sprache gibt, dieses indische Englisch. Das ja, versteht genau. Einfach kein Mensch, das kann niemand verstehen. Aber das stimmt aber wirklich. Ja. Ich hab immer gemerkt, ich bin so, ey, crazy, ja, weil es hart. Hart, ja. Also wenn du mit einem Inder auf Englisch redest, dann sag ich dir ehrlich, zieh deine Route. Ihr isst immer scharfe Sachen. Komplett. Meine ganzen Freunde, komplett, Alter. Als der Arbeitskollege von meinem Vater kommt, der ist eher so deutsch. Hat er angefangen zu essen und direkt, oh mein Gott, was ist das denn? Ein bisschen so scharf, Alter. Ich bin direkt aber schnell, Alter. Yeah. Der ist direkt gestorben, wirklich. Komplett gestorben, Alter. Sind bei euch alle Sachen so scharf oder eher so nur einige? Ich sag dir ehrlich, ne? Alles. Sogar unser Salat ist scharf, Alter. aber das ist so, es schmeckt einfach, weißt du? Ja, natürlich schmeckt. Es schmeckt scharf einfach so. Und scharfe Sachen schmecken super so, ja? Ja, aber so das Fleisch ist schon enorm scharf, ja. So, wie das Fleisch ist, also scharf gewürzt sogar, ja, sehr, okay. Sehr, sehr scharf. Statt euer Fleisch ist an sich Dings. Nein, das wäre unmöglich. Jo, Leute, das war's auch schon mit den ganzen Fragen. Das waren meine Vorurteile, unsere Vorurteile. So erkennt man einfach einen Inder. Also, ich habe immer noch im Kopf, so die, also, wie gesagt, an den Dingern dann. Wie nennt man die Turban? Wenn du die Augen zu hast, du riechst die auf jeden Fall. Und ja, geizig, ne? Und wenn du aus der Ecke einfach jemanden hörst, so so, auf jeden Fall leider. Also Leute, ich bin kein indischer, also ich bin kein, wie nennt man das? Rassist. Also, ich bin Rassist auf jeden Fall. Und wir sehen sehr voll ehrlich aus. Er verurteilt keine Inder. Ja, Mann. So, auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat und ihr unbedingt den nächsten Teil sehen wollt, also einfach in die Kommentare rein, sofort. So, safe, Daumen hoch, abonniert meinen Channel, macht die Glocke aktiv und nicht vergessen, er hat ein Video dazu gedreht, wie man einen Afrikaner erkennt. Und sein Link ist direkt hier unten, der erste Link in der Bio. See ya then, peace out, wir sehen uns. Gangshit. Ja,